Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 138 sind wir im Versteck von Riegel Starkarm unterwegs mit Lydia. Haben in der letzten Folge mal ausprobiert, ob Lydia auch ein paar Sachen von uns tragen kann. Und das tut sie tatsächlich. Das heißt, wir haben wieder ungefähr 100 Platz an Traglast. Und der einzige Weg, der uns noch übrig bleibt, ist hinter dieser Wand. Ich zücke mal den Bogen, wie es sich gehört, für einen vernünftigen Dieb und gehe in die Hocke. So, ja, und der Plan ist, dass jetzt wirklich hier langsam mal Ende ist, weil wir nämlich sonst nichts mehr mitnehmen können. Und das geht ja nicht. Okay, hier ist einfach nichts. Kommode, ne. Da ist ja wirklich gar nichts Brauchbares. Die haben sich hier richtig gut eingerichtet. Aha. Da sind auch Tränke. Ja, sehr gut. Lalalala. Anfälligkeit für Blitz. Honigmehl. Nordmed. Ist Rurik. Ne, wie heißt er noch? Der Starkarm? Riegel. Riegel. Ist er etwa ein Zauberer und macht Blitzzauber? Oh. Das würde mir nicht so gut gefallen. Die ganzen Warnungen, oder? Nochmal Warnung? Ja. Ja, okay. Also es wird langsam konkreter. Ich wiederhole nochmal. Also, wir werden gewarnt, in die Schatzkammer einzubrechen. Und das war's. Ja. Also wenn wir uns hier Kuchen klauen wollen, dann müssen wir erstmal Riegel aus dem Weg räumen. Mhm. Sonst gibt's keinen Kuchen. Ganz provokant hier so ein Mammutschädel aufgehängt. Ich will da nicht gegenkommen. Tja. Aber wenn du nicht gegenkommst, dann rennt Lydia da doch bestimmt rein. Ich will da hinten hingucken. Ich muss vielleicht sagen, dass sie stehen bleiben soll. Meinst du? Weiß ich nicht. Also sie ist gegengelaufen. So viel ist mal sicher. Mischtaktiken. Lalala. Ja, wollen wir sonst noch mal sagen, dass sie stehen bleiben soll? Echt? Bevor sie jetzt hier noch alles alarmiert. Ich gebe euch Deckung. Wie ihr wünscht, Tane. Sehr schön. Links geht's runter. Da ist die Goldspur. Tatsache. Die war bis jetzt ja immer da, wo es auch dann noch weiter ging. Oh, der Trollschädel. Oh. Huch! Was hast du da gemacht? Ich weiß nicht. Sendschreiben des Vaters. Bei den neuen Riegel. Denkt doch mal darüber nach, was ihr da tut. Es ist mir egal, ob ihr ein paar Khajiit-Händler im Skomarausch umbringt. Die haben im Himmelsrand ohnehin nichts zu suchen. Aber denkt doch wirklich mal darüber nach, was ihr da tut. Es gibt da draußen ganze Armeen, die miteinander kämpfen. Und die müssen zwangsläufig gelegentlich über die Straßen marschieren. Die merken es doch, wenn ihr auf einmal Händler verschwinden. Und, wo ich gerade dabei bin, warum schließt ihr euch nicht einer der Armeen an? Ich habe es aufgegeben, euch mit dem Sohn irgendeines Händlers zu verheiraten, denn ihr habt das Gesicht eines Skevers. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht einen Helm aufsetzen und Arbeit als Soldat finden könntet. Setzt eure kräftigen Arme ein, Mädchen. Und hört auf, mir dauernd Geld zu schicken. Ich brauche eure Almosen nicht. Aha. Riegel ist also eine Frau. So scheint es ja. Hier haben wir noch Riegels Brief. Ich will euch mal was sagen, Vater. Ihr habt mir doch immer erzählt, dass Schwingen einer Axt sei das Einzige, wozu ich imstande sei. Also was wollt ihr eigentlich von mir? Die Sturmmäntel zahlen ihren Soldaten nur Dreck. Und für diese Dunglecker von Kaiserlichen kämpfe ich nicht.
Mein kleines Unternehmen, bei dem ich mir die Händler von den Straßen pflücke, geht gut und ich gebe einen feuchten Kehricht darauf, was ihr davon haltet. Euer kleiner Säbelzahntiger hat sich hier ein nettes Geschäft aufgebaut und das werde ich nicht aufgeben, nur weil ihr Angst habt, erwischt zu werden. Ach, und versucht nicht dauernd, mir das Geld zurückzuschicken. Diese Halunken versuchen nur, es zu stehlen und ich muss ihnen auf den Schädel klopfen, bis sie es endlich lernen. Ach, schön. Und noch ein paar Warnungen. Das war's. Ist das cool. Bam, bam, bam. Ich werde nicht mehr versuchen, euch mit einem Händlersohn zu verheiraten, weil euer Gesicht aussieht wie ein Skipper. So, jetzt wird's langsam spannend. Da pennt jemand. Da pennt jemand. Du bist Riegel. Tatsache. Huch. Ah, dann ist das andere nur der Rückweg, ne? Vielleicht, ja. 89% nur. Joa. Schlüssel zur Schatzkammer. Naja, wir müssen ja sowieso den Dolch daran ausprobieren. Nehme ich mal an. Soll ich mal nichts machen? Und einfach den Dolch nehmen? Ja, würde ich sagen. Okay. Also, du kannst ja dann so, ne, mit beiden gleichzeitig, dann machen wir ja 6-fachen und 15-fachen Schaden. Stimmt. Hatten wir ja an diesem einen Oberzauberer mal ausprobiert. Ich glaube, du kannst auch direkt vors Bett gehen. Moin. Schließ die Augen auf. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Und tschüss. Da ist sie schon mal halb down. Jetzt wird es allerdings spannend. Oh, aua, aua, Hilfe. So, Lydia kommt auch zum Einsatz. So, ich habe die Vorarbeit geleistet. Lydia, du machst den Rest. Das war's mit Riegel Starkarm. Ich glaube, das hat echt was gebracht, ne? Dass wir sie im Schlaf angegriffen haben. Mhm. Naja, oh, die Hälfte war schon mal down. So schwer die Sachen, aber so wertvoll. Dann lieber den Dolch. So. Ja, war vielleicht nicht so clever von ihr, hier einfach zu schlafen, während wir hier rumrumpeln. Aber naja. Hat tatsächlich, glaube ich, nichts gebracht. Einfach, dass wenn Lydia dagegen stößt, passiert nichts. So scheint es. Oder? Sonst, ich denke, die waren extra dafür da, diese... ja, wahrscheinlich sie zu wecken, ne? Ja, dass sie geweckt wird, aber... Naja. Ja. Weiß man nicht, weil sonst, also die... Wenn wir uns so anschleichen, dann werden wir ja... Also wird Lydia ja gerne als erstes entdeckt. Also sehen kann man sie schon. Okay, ja. Gut, jetzt müssen wir noch in die Schatzkammer. Und folgt Lydia uns jetzt eigentlich wieder? Ach so. Ich glaube, wir haben sie immer noch zurückgelassen. Ah, gute Idee. Wir brechen auf, wie ihr wünscht, Tane. Ja, geht ich los. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Sehr schön. Mhm. Noch ein Traugr. Immer Angst vor irgendwelchen Draugrin, die dann so aus der Wand brechen. Oder... Ja. Huch. Ach so, das war der Schlüssel. Oh. Sieht aus wie so eine Fallenkonstruktion. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ach was, echt? Oh, Lydia möchte hier warten. Ja, dann warte halt hier. Oh Gott, jetzt geht's erst los. Pass auf, hier ist ein Trittschalter. Ich glaube, Lydia muss hier warten. Ja. Sonst löst sie den, bin immer noch da. Den Druckschalter aus, das wäre nicht so gut. Wir können ja einfach so drüber. Waren wir da unten schon? Du hast den ausgelöst? Warum? Ich dachte, das geht nicht. Hm, was befähigt uns nochmal dazu, das nicht auszulösen? Haben wir irgendwas nicht ausgerüstet? Ich dachte, das waren unsere Schuhe oder unsere irgendwelche Kapuze oder... Weiß nicht mehr.
Oder war das unsere Diebesgildenrüstung? Nee, es war eine Fertigkeit. Die haben wir aber schon. Interessant. Stimmt. Na gut. So sei es. Naja. Unten war jetzt nichts, oder? Aber Also, wahrscheinlich kommen wir da sowieso noch hin. kommen wir her, ne? Oder? Oder wir kommen daher. Ich will da jetzt nicht runterspringen. So, hier sind bestimmt Draugrinnen in der Nähe. Da ist wieder ein Druckschalter. Den hast du jetzt nicht ausgelöst, oder? Nee, ich denke, hier sind so Äxte, ne? Ja. Merkwürdig. Das war wohl ein Bug. Lydia kommt dann auch nicht. Was ist das denn nochmal? Ich glaube, das ist irgendwie, da kommen Flammen raus oder sowas. Oder ein Speer. Kommt denn Lydia dann auch irgendwann? Dann müssen wir sie am Ende nochmal abholen. So. Kommt jetzt noch ein Battle? Oder ist hier einfach nur Loot? Soll ich dann zurücklaufen und Lydia holen, oder? Ja. Für ein Battle, ja, Ja. ne? Falls. Aber es sieht nicht aus, als würde hier ein Kampf jetzt noch stattfinden. Die Draugrin liegen schon. Oh, ein silberner Kerzenhalter. Ist irgendwas, was wir nicht wollen? Nö, alles nehmen wir alles mit. Nein. Ich kann Ach, nicht. wir tragen zu viel. Das sind die Elfenstiefel der Muskelkraft wieder anlegen. Ja, das war zu erwarten, ne? Oh, Golderz für Madesi haben wir auch gefunden. Sehr schön. Zum ersten Mal. Ja, zumindest eins von eins. Kann man das nicht nehmen? Doch. Doch, kann man. Wir lassen doch kein Gold liegen. So. Alles klar. Ups. Ups. Und, ha, guck mal hier. Was ist das denn? Schuppenarmschienen? Cool. Irgendwas mit Ist jetzt geringer noch was Schuld. hinter dir jetzt? Sonst können wir ja Lydia wieder abholen, würde ich sagen. Ja, ne? So, mal gucken, wie sie an den Fallen vorbeikommt. Autsch. So, Wir komm mal brechen mit hier. auf, wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Sehr schön. Folge mir, Lydia, und lerne. Aua. Sie kriegt auch gar keinen Schaden dadurch. Das ist gar kein Problem. Vielleicht kriegen wir einen Speer ab, weil sie irgendwo raufrennt. Sie kriegt einfach alles ab. Wenigstens dieses Ding nicht mehr. Ja. Gut, aber rennen wir nicht bitte darüber. Das muss ja jetzt nicht sein, oder? So. Sehr schön. Weiter geht's. Das ist wahrscheinlich diese Tür gewesen, oder? Die von der anderen Seite verschlossen war. Oder wir kommen irgendwie hinter einem Schrank hervor. Nee, das ist die Tür, die von Ah hier. ja, das ist sie. Irgendwas vergessen? Nö. Perfekt. Super. Dann können wir ja zurück zu Endon und ihm seine Silbergussform bringen. Eine sehr gute Idee. Aber das werden wir natürlich in dieser Folge nicht mehr schaffen. Egal wie schnell du sein wirst, Timo, wir werden es in Ich dieser habe es Folge nicht noch. schaffen. Ah. Aber ich will noch einmal das Tageslicht erblicken. Es ist Und es ist Nacht. Nacht. Ach komm schon. Noch einmal. Zusammen mit Lydia. Den Sonnenuntergang gegenblicken.
Kerzenlicht und weinen. Ja, wir sind wieder draußen. Ein Drache. Ja, wunderbar. Alles klar, Lüder. Wir haben es geschafft. Stell dir das mal vor. Klasse. Super, ja. Dann liefern wir das in der nächsten Folge ab und machen bestimmt ganz viele tolle Sachen. Ja. Lassen wir uns natürlich wieder nicht ablenken. Dann bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.